Endlich bestätigt! Marc van Bommel ist neuer Trainer beim VfL Wolfsburg. Laut Kicker hat der VfL Wolfsburg einen Nachfolger für Oliver Glasner gefunden. Und es ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga, Marc van Bommel. Nach langen Spekulationen stand bereits letzte Woche fest, dass Oliver Glasner nicht mehr beim VfL Wolfsburg an der Seitenlinie stehen wird und Nachfolger von Adi Hütter in Frankfurt wird. Die Wölfe haben wiederum nun nach 5-6 Tagen einen neuen Trainer für die kommende Bundesliga- und Champions-League-Saison gefunden. Auf Marc van Bommel, der einen Vertrag bis 2023 unterschrieben hat, warten gleich eine reizvolle Aufgabe. Denn Glasner führte den Autoclub als Viertplatzierte der Saison 2020-21 in die heiß umworbene UEFA Champions League. Zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte wird der VfL Wolfsburg damit in der Königsklasse an den Start gehen. Ob der VfL unter Marc van Bommel genauso ähnlich erfolgreich ist wie der VfL Wolfsburg letzte Saison unter Oliver Glasner, steht in den Sternen. So, meine Meinung ist, ich bin eigentlich ganz zufrieden, find's okay. Ich hätte lieber Oliver Glasner behalten, ging leider nicht. Es wäre auch ganz gefährlich, wenn, ich weiß nicht, wie es jetzt wirklich unter Glasner und Schmadtke ist. Nicht, dass es irgendwann mal die Bombe platzt und dann intern Probleme gibt und das dann auf die Mannschaft abfärbt. Ja, ich bin ganz zufrieden. Es gäbe schlimmere Trainerkandidaten, zum Beispiel Florian Kohfeldt oder David Wagner. Das wär noch schlimmer. Ja, was sagt ihr? Was ist eure Meinung? Wo landet der VfL ab kommender Saison unter Van Bommel? Können wir also der VfL an der letzten Saison unter Oliver Glasner anknüpfen? Oder wird der VfL durch diesen Trainerwechsel abstürzen? Und die wichtigste Frage von allen. Was glaubt ihr, wie lang wird Marc van Bommel es mit Jörg Schmadtke aushalten? Was glaubt ihr? Top oder Flop? Schreibt es gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und folgt mir gerne auf Instagram. Ich antworte eigentlich auf meistens alle Privatnachrichten. Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.